Wir beschäftigen uns jetzt mit einem Thema, was immer wieder bei der Foskis behandelt wird und nach wie vor immer stark in der OSM-Community diskutiert wird. Es geht um Vandalismus. Der Frederik hat da ausreichende Erfahrung gesammelt und er möchte uns ein paar Beispiele zeigen und uns auch erklären, welche Auswirkungen das hatte. Hallo, jetzt. Also, schönen Abend. Ich möchte versuchen, ein bisschen darauf einzugehen, wird gegen Ende meines Vortrags sein, nicht nur, was der Vandalismus ist, sondern auch, was man denn jetzt als Benutzer am besten macht gegen Vandalismus oder wie man damit am besten umgeht. Ich fange aber an, mal ein bisschen einen Rundschlag zu machen, ein bisschen was zu erklären. Wir wissen alle, bei OpenStreetMap kann jeder mitmachen. Man kann sich einfach anmelden mit einem beliebigen Benutzernamen. Man braucht nicht seine Identität preiszugeben. Alle Benutzer haben die gleichen Rechte. Das heißt, selbst einer, der sich gerade eben erst angemeldet hat, kann große Datenmengen löschen oder irgendwelchen Quatsch hinzufügen. Und Änderungen, die jemand macht, sind in aller Regel innerhalb von wenigen Minuten auf der Karte sichtbar. Das verleitet natürlich dazu, Quatsch zu machen, und ich führe das hier kurz mal spekulativ vor. Ich gehe also auf diese Webseite, ich klicke auf den Sign-up-Button und gebe hier an, ja, Joe Hacker. Dann habe ich schon meinen Account, muss noch kurz in der E-Mail was bestätigen. Dann zoome ich hier auf dieses unser Zentralgebäude, in dem wir uns gerade befinden. Wähle hier oben mit der Maus aus, ich möchte jetzt die Karte editieren. Dann komme ich schon in den Editor. Dann sehe ich, hier unten ist so eine Cafeteria, die heißt Cafeteria Listig. Und dann denke ich mir, ah, das wäre doch mal lustig. Ich würde die einfach umbenennen in Cafeteria sehr lustig. Und dann lade ich das hoch, drücke auf Speichern und sehe das eine Minute später oder wenige Minuten später in der Karte. Und alle meine Kommilitonen sagen, ha, 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 das war aber lustig. So funktioniert Vandalismus in OSM. Es gibt da verschiedene Spielarten, so Teenager-Humor oder ich meine, heutzutage hat man ja teilweise an der Universität auch schon Teenager, also junge Menschen, die gerne mal was Lustiges ihren Kommilitonen oder Mitschülern vorführen wollen. Manchmal auch ein bisschen ernsthafter Mobbing, dass halt die Leute irgendwie sagen, hier wohnt der blöde Fred in dem Haus oder so und schreiben das dann dahin. Männer malen gerne mal einen Penis hin. Das ist hier eine landwirtschaftliche Nutzfläche, die jemand eingezeichnet hat. Ja, das ist halt so, ja, lustig und kann man dann wieder löschen. Es gibt auch so ein bisschen ernsthafter, es gibt diese Security Researcher, das sind so Leute, die sich denken, hey Mensch, das ist ja, Mensch, da kann ja jeder einfach alles ändern. Ich muss der Welt mal vorführen, was man damit alles für einen Schaden anrichten kann, damit die Leute bei OSM endlich sehen, dass sie da was machen müssen. Da gab es vor kurzem so einen Fall, da hat einer die Stadt New York umbenannt in Jewtropolis, also ne, Judenhauptstadt, was natürlich, also der hat sich später geoutet und hat gesagt, ja, ich bin ein Security Researcher, ich wollte nur alle aufmerksam machen auf die Problematik. War natürlich ein blöder Witz und komme ich nachher auch nochmal drauf zurück. Es gibt manchmal politischen Extremismus, Nationalismus, dass eben Leute ihre eigenen Versionen von Grenzen unbedingt durchdrücken wollen und sagen, nee, dieses gehört aber noch zu unserem Land oder diese Stadt heißt aber so. Was man da zum Beispiel oft hat, ist hier, sieht man jetzt nicht viel auf dem Bild, das sind die Paracel-Inseln im südchinesischen Meer, die werden von China beansprucht, aber auch von den Philippinen und ich glaube sogar auch von Vietnam. Zumindest streiten sich da mehrere Leute, da gibt es immer mal wieder Leute, die sagen, nein, das ist aber, ich tue jetzt überall die chinesischen Namen dran und ändere die Grenzen und so und geht's hin und her. Gibt aber auch andere Orte auf der Welt, wo gestritten wird. Dann gibt es auch noch so Leute, die, passiert auch in Deutschland relativ oft, dass zum Beispiel der Förster die Wege im Wald löscht, weil er findet, dass da niemand lang gehen soll. Wege, die tatsächlich existieren und die auch ihre Existenzberechtigung in OSM haben. Man kann in OSM ja durchaus eintragen, dieser Weg darf nicht benutzt werden oder nur von Fußgängern oder so. Löschen muss man ihn deswegen nicht. Das gilt bei uns auch als Vandalismus. Es gibt auch Leute, die einfach sagen, so viele Details braucht man hier nicht auf der Karte, ich lösche das mal.
Es gibt in der letzten Zeit relativ oft Pokémon Go. Das ist so ein Spiel, das die jungen Leute auf ihrem Mobiltelefon spielen oder vielleicht auch einige erwachsene Leute. Und damit kann man irgendwelche Monster jagen. Und die Firma, die das herstellt, benutzt auch OpenStreetMap-Karten, OpenStreetMap-Daten, um zu entscheiden, wo diese Monster jetzt entstehen. Und die Monster entstehen vermehrt da, wo Parks sind und weniger dort, wo Schulgelände ist. Was dann dazu führt, dass Schüler gerne mal ihr Schulgelände löschen, in der Hoffnung, dass dann dort mehr Pokémons entstehen. Solche Dinge. Und natürlich gibt es auch viele Edits, wo was kaputt gemacht wird, einfach aus Schusseligkeit. Ja, einer will eigentlich was Vernünftiges beitragen und löscht aber dabei versehentlich was oder benennt versehentlich den ganzen Ort auf Bäckerei Meier um oder irgendwie sowas. Sowas kann auch durchaus aus Versehen mal passieren. Unsere Tools sind ja nicht die allereinfachsten zu bedienen. Der Umfang des Vandalismus, da gibt es eine Untersuchung von Lukas Martinelli von Mapbox, der hat dann Vortrag gehalten auf der letzten State of the Map und hat mal so ein bisschen gezählt, hat er gesagt, pro 1 Million Edits habe ich ungefähr 570 falsche Beschriftungen, 300 Editierfehler, 160 mal Spam, also irgendwelche Werbung, 100 Beschädigungen durch Löschung und 50 Obszönitäten, das ist so ungefähr der Umfang des Vandalismus in OpenStreetMap. Es ist nicht wirklich schlimm, aber ja, es kommt schon was. Das ist nicht OpenStreetMap, das haben Sie alle schon mal in der Presse gesehen. Ich wollte damit zeigen, dass OpenStreetMap nicht das einzige Projekt ist, das Probleme mit Vandalismus hat oder wo es Vandalismus gibt. Das ist aus der Zeit, als man noch bei Google Mapmaker mitmachen konnte. Und da hat halt mal irgendjemand so ein Android-Männchen eingezeichnet, was auf einen Apfel pinkelt. Was passiert mit Vandalismus in OpenStreetMap? Wer tut was dagegen? Das ist natürlich in erster Linie die gesamte OpenStreetMap-Community, die diese Sachen findet und behebt. Es gibt auch noch die Data Working Group, die sozusagen von offizieller Seite der OpenStreetMap Foundation mithilft und dann Leute sperren kann, wenn die immer wieder kommen. Die meisten Vandalen machen einmal was und dann erwischt man sie und klopft ihnen auf die Finger und dann ist gut. Aber es gibt auch welche, die kommen dann irgendwie immer wieder und machen das Gleiche nochmal. Dann muss man vielleicht mal den Account sperren. Einige größere Firmen haben eigene Data-Teams, die nicht nur, wie der Michael gesagt hat, neue Daten erfassen, sondern sich manchmal auch damit beschäftigen, vielleicht Fehler zu finden und zu reparieren oder zu überwachen. Kann man nicht etwas machen, dass Vandalismus überhaupt gar nicht erst passiert? Ist ja alles in eine Datenbank, da kann man ja alle möglichen Algorithmen drauf laufen lassen. Und wenn einer irgendwie irgendwas Obszönes hochlädt, könnte man ja vielleicht gleich beim Editieren sagen, nee, das ist abgelehnt. Das wird derzeit nicht praktiziert, weil es sehr schwierig ist, das irgendwie tatsächlich automatisch den Inhalt eines Edits zu bewerten. Es gibt einige Firmen, die bei sich so einen gefilterten Datenbestand pflegen. Also zum Beispiel Mapbox hat das lange Zeit gemacht, dass die sagen, wir haben hier eine Kopie von OpenStreetMap, wo wir jeden Tag die neuen Daten reintun, aber wir schauen das vorher alles genau an, was reinkommt, um solchen Vandalismus zu verhindern und unsere Kunden davor zu schützen. Das hat aber zum Beispiel diese Geodropolis-Änderung, von der ich da vorhin erzählt habe, die ist in OpenStreetMap innerhalb von 2 Stunden repariert gewesen, aber aufgrund von diesem Prozess, der da bei Mapbox lief, ist der aus Versehen in diesen gesicherten Datenbestand reingekommen und dort dann irgendwie tagelang gewesen und hat dann zu diesem Presseschnickschnack geführt. Also das kann auch nach hinten losgehen, wenn man sagt, ich habe hier meinen eigenen Datenbestand. Es gibt immer wieder Ideen in der OpenStreetMap-Community auch, dass man sagt, wir wollen gar nicht jeden einfach so gerade neu angemeldet und gleich darf er ganz Dresden löschen. Das wollen wir nicht. Jemand, der sich neu anmeldet, soll vielleicht erstmal nur eingeschränkte Rechte haben, vielleicht nur eine bestimmte Anzahl Objekte pro Tag editieren können oder. Diese Ideen wabern so rum und sind bislang nicht umgesetzt, weil OpenStreetMap auch sehr stark davon profitiert, dass jemand sich halt anmelden und gleich voll mitmachen kann. Und wir wollen möglichst wenig Hürden dem in den Weg stellen, aber kann schon durchaus sein, dass sowas irgendwann mal kommt. Wie ich schon sagte, eine wirklich automatische Erkennung von Vandalismus ist sehr schwer. Es gibt immer, also jede Regel, mit der man, die man aufstellen kann, da gibt es dann legitime Beispiele, wo das tatsächlich berechtigt ist. Hier habe ich nochmal einen Penis in OpenStreetMap, etwas symbolisch, und der gehört da tatsächlich hin. Das ist ein Vergnügungspark in Südkorea, der beschäftigt sich mit menschlicher Sexualität und da gibt es tatsächlich ein Kunstwerk, das
diesem Genital nachempfunden ist. Und ne, das heißt World's Biggest Penis und das gehört halt dahin. Oder hier haben wir nochmal einen, also tut mir leid, dass das alles jetzt hier so ein bisschen sehr genital wird. Das ist der Cern Abbas Giant, das ist eine Hügelfigur aus der grauen Vorzeit, die in England, also eine Kreidefigur an einem Hügel, das existiert tatsächlich, dieses Ding. Und da kann man, das ist so wie so ein Fußweg eingezeichnet, weil man da tatsächlich langlaufen kann. Und das hat halt diese Form. Also wenn ich jetzt einen Automatismus generieren würde, der mir alles, was irgendwie obszön aussieht, gleich löscht, dann würde ich diese Sachen auch löschen. Wie kann ich Vandalismus erkennen und reparieren? Was gibt es da? In erster Linie natürlich die Wachsamkeit der Community. Wir haben sehr viele Leute, die gucken ständig auf die Karte. Denen fällt es auf, wenn irgendwo was komisch ist. Wir haben aber auch QR-Tools, die uns dabei helfen bei der Qualitätssicherung, also die verdächtige Sachen finden. Da gibt es zum Beispiel vom Pascal dieses Suspicious Change Sets, wo er halt automatisch analysiert, das sind Change Sets, wie lange ist der User schon dabei, wie viel hat er da gelöscht in diesem Change Set. Dann sind halt so Sachen, wo jemand neu sich angemeldet hat und hat sehr viel Zeug gelöscht, die sind halt eher verdächtig und die muss man sich dann mal genauer angucken. Das kann man auch so ein bisschen filtern, hier sieht man ja oben, kann ich nach Ländern filtern oder sagen, ich will nur Leute, die so und so lang dabei sind und so weiter und so weiter. Das ist hier resultmaps.niceone.org/osmsuspicious oder zum Beispiel auch das AwesomeChar. Das ist ein ähnliches Tool, das von der Firma Mapbox bereitgehalten wird. Da haben die so eine ganze Menge, also ich will jetzt nicht sagen Machine Learning, aber zumindest relativ clevere Regeln, die sie auf solche Chainset anwenden. Manchmal rein strenge Logik, einfach hier Invalid Key Value Combination, das ist halt also hier ein Change Set, das ist hier hochgeladen worden und okay, da ist halt irgendwie, irgendwas ist da faul. Gibt aber auch durchaus so Change Sets, so automatisch generierte Tags, die dann heißen, das hier sieht verdächtig aus, sollte man sich mal anschauen. Also das ist auch so ein Tool, was von vielen Leuten benutzt wird. Da kann ich auch meine eigene Region regelmäßig überwachen, ob es da interessante Sachen gibt, die vielleicht mal angeschaut werden müssten. Das ist awesomechar.mapbox.com. Von der Wear Group, die ja auch hier ist, gibt es ein kommerzielles Tool, das heißt OSMCT, OSM Control Tool. Das funktioniert so auf einer sehr, sehr low-leveligen Basis. Das analysiert tatsächlich das OpenStreetMap XML sozusagen von gestern und von heute und vergleicht das von einer bestimmten Region und kann man bestimmte Sachen analysieren lassen, die einen interessieren. Das gibt es als gewerblichen Service für Leute, die tatsächlich was überwachen wollen, aber kann man auch privat kostenlosen Account bekommen. Natürlich gibt es auch Hilfsprogramme zum Revertieren von Änderungen. Wenn ich jetzt festgestellt habe, hier ist ein Benutzer, der hat da lauter Mist hochgeladen in einem Changeset, dann kann ich das relativ leicht inzwischen rückgängig machen, wenn es noch nicht allzu weit zurückliegt. Was mache ich jetzt, wenn ich Datennutzer bin? Was kann ich tun gegen Vandalismus oder wie gehe ich mit dem Thema Vandalismus um? Das ist meine erste Empfehlung für Sie. Machen Sie mit bei OpenStreetMap und helfen Sie dabei, die Qualität zu überwachen. Ja, das freut uns natürlich immer. Jeder Zusätzliche, der mitmacht, der regelmäßig drauf guckt, der vielleicht mal diese Qualitätstools anschaut, jedes zusätzliche Paar Augen hilft. Wenn Sie selber etwas mit den OpenStreetMap-Daten machen, wenn Sie zum Beispiel, sagen wir mal, Sie sind eine Gemeinde und Sie haben OpenStreetMap-Karte auf Ihrer Webseite, ja, hier, da haben Sie Stadtplan, gucken Sie bei OpenStreetMap und sagen wir mal, Sie haben sich vielleicht da selber diese Daten runtergezogen und bieten da teils gerechnet und sowas, dann können Sie natürlich auch Ihren eigenen Datenbestand prüfen. Sie haben vielleicht sich eben eine kleine Kopie von OpenStreetMap gemacht, mit der Sie arbeiten für Ihre Region. Das können Sie visuell prüfen. Sie können zum Beispiel sagen, ich aktualisiere das jetzt nicht ständig, ich aktualisiere das bloß einmal im halben Jahr. Und wenn ich diese Karte neu ausgerechnet habe, dann schaue ich halt mal, nehme ich mir mal eine Stunde Zeit und schaue einfach mal drauf, ob irgendwo jemand ein Pinkelmännchen hingemalt hat. Und das ist eine Möglichkeit. Natürlich geht das nicht immer. Man kann sich auch automatische Überwachungen ausdenken, wenn Sie zum Beispiel eine Kopie von OpenStreetMap verwenden, um damit Routing-Analysen zu machen und Sie regelmäßig diese Kopie aktualisieren. Dann könnten Sie so ähnlich, wie man in der Softwareentwicklung ja auch Tests programmiert und sagt, die und die und die Sachen muss meine Software passieren, sonst ist der Bug drin. Da können Sie natürlich auch dann sagen, ich habe hier so einen Routing-Auszug und ich rechne jetzt 500 Routen aus,
die ich vordefiniert habe. Und da weiß ich, von Hamburg nach München, da erwarte ich, dass ungefähr die Fahrzeit 2 Stunden 42 rauskommt. Das ist ein bisschen knapp. 5 Stunden 42 rauskommt. Und wenn ich jetzt Extrakt runterlade und plötzlich ist die Fahrzeit drastisch anders, dann weiß ich, da muss ich vielleicht mal überprüfen, da ist irgendwas faul an den Daten. Das Beste sind aber eigentlich ständige, schnelle Updates. Also wenn Sie als Benutzer, Benutzerin von OpenStreetMap einfach es schaffen, nicht sich einen Datenbestand zu kopieren und zu sagen, mit dem arbeite ich jetzt ein Jahr lang, sondern zu sagen, ich mache echt jeden Tag ein Update oder vielleicht sogar jede Stunde lasse ich das updaten. Das kann eine technische Herausforderung sein, natürlich dann, wenn Sie viele Prozessierungsschritte hinten dran haben, wenn Sie sagen, ich lade die OpenStreetMap-Daten und dann rechne ich erst 3 Tage was damit aus, dann können Sie natürlich nicht jede Stunde aktualisieren. Da lassen sich aber die Prozesse optimieren, dass man das tatsächlich kann. Und wichtig ist dann halt, dass man seine Erwartungshaltung anpasst. Dass man sagt, okay, das ist jetzt hier nicht irgendwie das 100% garantiert korrekte Produkt. Das ist OpenStreetMap. Da kann mal was kaputt gehen. Da kann mal einer irgendeinen Mist reinmalen. Aber ich mache ständige Updates und wenn da ein Mist reingemalt wird, dann wird der von der Community auch relativ schnell korrigiert und dann ist der Fehler wieder weg. Der Lukas Martinelli in seinem Statistik-Talk, den ich vorhin schon erwähnt habe, der hat damals berichtet über diese Toolchain von Mapbox, wo sie praktisch jeden Tag die Änderungen des Tages sichten. Und der sagte in seinem Vortrag, 50% von den Änderungen, die Sie als problematisch identifizieren, sind zu dem Zeitpunkt, wo Sie dann denken, okay, wir müssen das jetzt mal korrigieren, hat die OpenStreetMap-Community das schon gefixt. Das heißt, 50% in den allermeisten Fällen ist ein Problem, das Sie sehen auf der OpenStreetMap-Karte, ist noch am selben Abend von irgendjemand in der Community repariert worden. Und deswegen mein Vorschlag ist, das Ganze halt wirklich so zu betrachten, wie wenn ich jetzt irgendwo, wenn in meiner Gemeinde irgendwo ein Kaugummi auf dem Gehsteig klebt, ja, da kann ich kann auch nicht verhindern, dass einer da den Kaugummi hinklebt, aber in aller Regel verschwindet der Kaugummi relativ schnell und ich muss nicht irgendwie mir jetzt irgendwas Großartiges ausdenken, wie ich das schaffe, dass gar niemals irgendwo ein Kaugummi hingeklebt wird. Und mit diesem Bild eines japanischen Zehngartens möchte ich also nochmal abschließend zur Ruhe und Gelassenheit auffordern, was Vandalismus in OpenStreetMap betrifft. Das Problem ist weitgehend von der Community unter Kontrolle. Natürlich gibt es immer mal wieder, wenn irgendeiner mitten in der Wüste irgendwo einen Kaugummiautomaten hinzeichnet, den es gar nicht gibt, und niemand guckt da jemals hin, mitten in die Wüste, dann kann das auch sein, dass der sich da ein halbes Jahr aufhalten kann, der Kaugummiautomat, bevor ihn mal jemand löscht. Aber in aller Regel wird Vandalismus in OpenStreetMap schnell behoben und ich glaube, man muss sich da keinen Stress machen. Das Schlimmste ist halt, oder das Blödeste ist, wenn man sagt, ich ziehe mir einen Snapshot und ich arbeite jetzt ein Jahr lang auf diesen Daten, die ich mir an einem ganz bestimmten Tag runtergeladen habe. Dann muss ich mir die Daten halt vielleicht genauer angucken, weil wenn ich Pech habe, ist gerade da irgendein Problem drin und das ist dann 12 Stunden später gelöst, aber ich habe mir halt einmal die Daten runtergezogen. Deswegen meine Empfehlung, wenn Sie die Möglichkeit haben, häufig updaten, dann sind Sie dagegen das meiste gewappnet. Jo, das war mein Vortrag. 20 Minuten sind um. Ja, vielen Dank, Frederik, der uns jetzt etwas beruhigt hat und meint, so schlimm ist das Problem ja im Endeffekt doch auch nicht. Sieht das vielleicht jemand anders? Hat jemand Fragen, Anregungen? Ah, super Talk. Kurze Frage, wie ist der Konsensus bei so politischen Regionen, zum Beispiel Südchinesisches Meer, Israel, Krimäa? Ja, das ist ein schwieriges Thema. Also im Grunde hat OpenStreetMap die On-the-Ground-Rule, wo wir sagen, wir mappen nicht, wie die UN das Ganze sieht oder wie irgendwie China das sieht oder Indien oder irgendjemand, sondern wir mappen so, wie sich die Situation mir vor Ort präsentiert, wenn ich hingehe oder wenn ich hingehen würde. Ja? Das ist im Falle der Krim zum Beispiel
So, da würde die On-the-Ground-Rule ganz klar sagen, okay, das mag ja sein, dass das alles eine ungültige, eine illegale Aggression ist, aber da sind russische Soldaten, die fragen mich nach meinem Pass, wenn ich da hin will. Also dann ist das russisches Gebiet, fertig. Ja. Das ist generell die Regel, die wir haben bei OpenStreetMap. Die ist aber nicht immer leicht anwendbar, gerade zum Beispiel im Südchinesischen Meer, wo es ja um eine Grenzziehung geht, die irgendwo auf dem Meer ist. Ja, ich kann da ja nicht irgendwie mit dem Schiff rumfahren und gucken, oh, ich fahr jetzt mal hier hin und gucke, ob jetzt eine russische Fregatte kommt und mich anhält oder sowas. Ne? Also da ist es ein bisschen schwierig. Und bei der Krim ist es, weil du das jetzt speziell angesprochen hast, nochmal eine ganz blöde Situation, weil das damals, als die Russen die Krim annektiert haben, haben wir zunächst gesagt, okay Leute, lasst uns mal erstmal einen Kompromiss fahren, wo wir das so machen, dass die Krim Teil von Russland und der Ukraine ist in unseren Daten. Also die Grenze ist, die überschneiden sich da praktisch, die beiden Ländergrenzen. Und jetzt haben wir vor 4 Monaten haben wir gesagt, entspricht eigentlich nicht mehr der Realität. Die On-the-Ground-Rule sagt jetzt klar, das ist Russland, also wir ändern das jetzt. Und dann gab es aber so viel Aufschrei von den ganzen Leuten aus der Ukraine, dass wir dann weich geworden sind und gesagt haben, ja, okay, behaltet halt euren Scheiß. Dieser Kompromiss bleibt jetzt halt erstmal weiter in Kraft. Das ist eine Ausnahme von der On-the-Ground-Rule, die aus politischen Gründen gemacht wurde. Normalerweise gilt die On-the-Ground-Rule. Wenn sich einer beschwert, es beschweren sich relativ oft Leute, zum Beispiel aus China, dass Taiwan ja eigentlich zu ihnen gehört, oder aus Indien, dass die Grenzziehung ja falsch dargestellt sei. In diesen Fällen sagen wir den Leuten dann, sorry, bei uns wird halt das so, wie es die Leute vor Ort sehen, eingetragen. Aber wir haben ja freie Daten. Das heißt, du kannst dir die Daten runterladen, du kannst deine eigene Karte zeichnen und darauf kannst du dann die Grenzen so einzeichnen, wie du das willst. Und es gibt zum Beispiel eine Website openstreetmap.in, die von der indischen Community gemacht wird. Und da haben die einfach diese amtlichen indischen Grenzen eingezeichnet. Und ansonsten ist es eine normale OSM-Karte. Und ja, das muss man dann halt machen, wenn man irgendwas anders haben will. Hat noch jemand eine Frage? Das ist jetzt kein Vandalismus, sondern die Amtsgläubigkeit von auf der deutschen Seite. Die Schweizer sind da nicht so amtsgläubig. Baden-Württemberg hat ja als einzige Freistellung die Maps vor BW freigestellt vor einigen Jahren. Und da ist mir jetzt passiert, in einem meiner Dörfer, wo ich ein Neubaugebiet eingetragen habe, in OpenStreetMap, wollte ich eine Überprüfung haben. Und da hat irgendein Mapbox-Account oder was mir aus der Maps vor BW, haben irgendeine Planung übernommen im Amt, etwas eingezeichnet, was in der Wirklichkeit nicht existiert. Und das ist natürlich nicht Vandalismus, sondern in Baden-Württemberg werden gewisse Wege einfach nicht gepflegt. Und das ist aber amtlich. Und da werden Daten übernommen nach OpenStreetMap. Und da gibt es immer wieder Probleme. Ja, das ist aber jetzt ein generelles, also du sagst ja selber, das ist kein Vandalismus, das ist ein generelles Datenquellenproblem. Das haben wir an ganz vielen Fronten. Das ist einfach auch zum Beispiel, du hast ein altes Luftbild und dann ist halt auf dem alten Luftbild ist ein Haus noch drauf, das ist aber längst abgerissen. Der lokale Mapper geht hin, löscht das Haus, weil es abgerissen ist und 3 Tage später kommt irgendwie einer und sagt, oh, auf dem Luftbild sehe ich aber hier ein Haus, das zeichne ich doch mal schnell ein. Und da haben wir noch keine so richtig gute Lösung, wie sozusagen der lokale Mapper so eine Warnung auf die Karte machen kann und sagen kann, Achtung, bitte hier nicht das auf dem Luftbild sichtbare Haus einzeichnen. Manchmal geht man dazu über, dass man das Haus tatsächlich drin lässt und es aber dann nicht als Gebäude, sondern als abgerissenes Gebäude einträgt, sodass dann einer, der auf die Karte guckt, der sieht dann, da ist so ein Rechteck und da steht dran abgerissenes Gebäude, dann weiß ich Bescheid. Aber ja, aber das hat jetzt mit Vandalismus an sich nichts zu tun. Eine Frage würde ich noch zulassen. Letzte Chance.
gibt es nicht. Ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, dass es in OpenStreetMap auch nicht erlaubt ist, den aktuellen venezolanischen Präsidenten zu mappen. Von daher können wir ganz beruhigt sein. Felix, vielen Dank für deine Ausführungen und vor allen Dingen auch für deine Empfehlungen. Danke.